Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft Unity. Wir waren beim letzten Mal in der Hölle ganz fleißig. Ich habe da nicht nur die anderthalb Stacks an Netherquarz rausgeholt, sondern hier habe ich schon was weggepackt. Hier 2,5 Stacks, okay. Aber das reicht erstmal. Wir können uns jetzt hier eine Menge von diesen Blöcken machen. Es sind nur 16, das ist voll wenig eigentlich. Aber wir kommen ein bisschen voran damit auf jeden Fall. Jetzt habe ich mir wieder welche zu viel gemacht, glaube ich. Denn das Problem ist, wir brauchen jetzt auch noch... Ja, warte, wir nehmen mal die. Ja, bringt noch nicht so viel. Wir brauchen auch noch aus den gechiselten. Ich weiß nicht welche. Wir müssen da reinschauen. Aus dem Chiseled Quarz Block. Chiseled Quarz Block. Das muss wahrscheinlich dieser ganz bestimmte sein. Ich hoffe, das ist richtig. Pack erstmal einen rein. Okay, das ist grün, das haut hin. Das ist schon eine geile Idee irgendwie damit. So, jetzt können wir die anderen Teile bauen hier, wenn wir die Advanced Coil hätten. Aber ich glaube, nee, hatten wir nicht mehr. Okay. Brauchen wir nur Gold. Und was noch? Ah, die Basic Coils brauchen wir da. Black Quartz und Restonia Crystal. Da, Black Quartz. Wo hatte ich Black Quartz mit drin? Generell. Waren die hier mit? Ah ja, richtig. Okay. Ja, Restonia, das ist jetzt egal. Das kriegen wir schnell hergestellt. Erstmal braucht man ja nur einen davon. Moment. Alter, ich hab doch noch Nuggets, oder? Richtig. Und wir nehmen direkt mal... Boah, wie ich hier gerade so hektisch bin. In Eile. Ja. Da haben wir genug Restonia Crystal. Perfekt. Zwei Stück. Ach so, das floppt ja nicht raus. So, also eine Double Battery. Wir haben auch noch diese... Eine Single Battery. Okay, das ist einiges an Rezepten, was man jetzt braucht. Das ist wieder so nicht schwer, aber halt aufwendig. Was hatte ich gesagt gerade? Ach ja, die Teile hat man auch schon gemacht, diese... Enori Crystals. Aber da will ich mal kurz nachschauen, wie die gehen. Da braucht man nämlich noch ein paar mehr dann. Eisen. Okay, ich habe schon gehofft, befürchtet, dass es auch mit Quarz geht, weil da hätten wir ein bisschen die Arschkarte gehabt. Hä, wobei, nein, wir brauchen doch nur das. Wir haben doch den Empower schon. Nice. Und dann haben wir, das ist doch gar nicht mehr so viel. Wir brauchen nur das nochmal. Eins. Und. Hä? Nee. Zwei. Und das zweimal. Ah nee, hat man ja. So, dann können wir den da hinpacken. Nein, da fehlt einer. Okay. Ausgerechnet. Moment, erst chiseln. Darf ich die vergessen? Habe ich schon mal vergessen. Der. Juhu.
So, jetzt muss ich mal schauen, ob es dazu ein Buch gibt zur Actually Edition. Ja. Ich weiß nicht genau, wie man das anordnen muss. Das ist eine komische Konstruktion irgendwie. Also das ist jetzt kein Multiblock oder so. Die müssen aber höchstwahrscheinlich in bestimmten Abständen... ja. Ja. Ah ja, da steht's doch. Das hier außen sind die Display-Stands mit zwei Abstand zu dem Empowerer. Gibt es hier jetzt auch noch Rezepte oder so? Ich würde es halt gerne auch nochmal probieren in dem Part. Ich meine... Ach, die brauchen ja alle Strom. Oh je, die brauchen alle Strom. Ich würde das fast schon... Puh. Die brauchen alle Strom. Also die Display-Stands auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der Empowerer auch Strom braucht. Wo habe ich den überhaupt? Den habe ich das letzte Mal übelst gesucht. Übelst. Und ich dachte schon, der wäre weg. Kriegen wir das hier unten vielleicht sinnvoll gelöst? Nee, vom Platz her schon gar nicht. Ich, halt, indem wir die Kabel erstmal nutzen, aber nee, geht nicht. Bei den Kabeln sind wir eh noch so, da hängen wir ja noch. Was war denn da noch der letzte Stand? Ulti. Nein, nicht Thermodynamic. Alter, ach ja, genau, diese ganzen... Ich wusste nicht, wie der Metallurgic Infuser geht und ich habe mich da immer noch nicht schlau gemacht. Leute, weil ich immer noch in derselben Aufnahmesession bin, das ist krass. Hört auf! Die Hütten sehen aber auch schon cool aus. Leider aber noch kein Optifine, weil ich in derselben Aufnahmesession bin. Ja, ich musste vorproduzieren, tut mir leid, aber... Wie könnte man denn das jetzt... Wir bauen das jetzt einfach mal hier auf. Nur damit wir das mal sehen. Das war bestimmt der Xalius und Xanto gerade gewesen. Das klang doch wie mit so einem... Schwert. Ah doch, ich bin zufrieden eigentlich. Das sieht cool aus. So, dann haben wir die Teile. Einmal da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ausgerechnet. Warte mal, ich will es eh ein bisschen weiter hinten haben. Nicht direkt am Eingang. Vielleicht noch einen. Ja, komm, noch einen weiter rein. Man sieht das auch gerade. Hier, die brauchen Strom. Der anscheinend nicht. Cool. Ich meine, er kriegt ja die Power von den Display-Stands. Ja, es wird Zeit, dass ich mich anschließe hier am Netzwerk, weil es gibt hier Flux. Ja, wo gucke ich denn da rein? Nein, gibt's das nicht mehr. Ich dachte, es gibt Flux Networks. Hat er auch gerade gesagt, aber dann ist das wahrscheinlich ein anderes. Achso, er hat nicht direkt Flux gesagt. Dann weiß ich jetzt auch nicht, wie das kabellos geht. Also, ich glaube, das sieht Flux Reburn. Das sah auch anders aus. Oh, Wireless Network Card. Das ist von oben Computers.
Ja, das müssen wir dann von unten halt anschließen. Aber dafür würde ich lieber erstmal komplett angeschlossen werden an die anderen. Also an das Hauptsystem und hoffe, dass das dann auch hält. Aber im Prinzip, wir können auch ein bisschen Canolas abpflanzen. Hui. Bin irgendwie so hibbelig heute, merkt das selber, ne? Canola! So, dann können die ja wieder zurück. Die Nuggets auch. Canola Seeds. Ich finde das so geil. Ich glaube auch mit dem Black Quartz kann man was machen. War das nicht so? Nee, okay. Damit geht es nicht. Black Quartz. Ja, haben wir nochmal gute Idee hier. Oh, da waren noch Würmchen. Cool. Und das Buch kann weg. Kiste ist voll. Ich weiß gar nicht. Da wollte ich nochmal nachschauen, ob wir da die Rezepte finden. Brauche ja erstmal nur ein Rezept dafür. Ich sehe da gerade Colors. Was steht denn dann hier? Okay, nix. To Empower Crystals and other items. Genau. Ja, hier. Genau, das sind die Rezepte zum Beispiel. Wenn wir dann rote Farbe, Nether Brick, Redstone und einen normalen Brick auf die vier Display Stands packen, dann kommt da in der Mitte Restonia Crystal raus. Ne, Quatsch. In der Mitte noch ein Restonia Crystal rein. Okay. Genau. Dann kommt ein Empowered Restonia Crystal raus und so geht das halt immer weiter. Da gibt es interessante Sachen. Bei was? Bei Chaos Guardian, lol. Geil. Und ihr seht schon, das ist farblich irgendwie alles immer so etwa gleich, in etwa gleiche, so hellgraue Ton, da weiß, grau, schwarz Zeug, grün Zeug. Ja klar, da gibt es natürlich wesentlich mehr. Und ich weiß, hier haben wir zum Beispiel schon gerade was gesehen, was man, das hatte ich schon mal irgendwo gebraucht. Warte, das waren die hier. Ich weiß aber nicht mal wofür, das ist ganz am Anfang gewesen. Florp. Lol. Ha. Ja, aber trotzdem. Using Dark Energy. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Easy. Wie so lustig ist schon, ne? Ja, kommen wir jetzt damit leider nie weiter. Aber wir hatten doch letztes Mal auch noch vor diesen. Bei dem Crusher sind wir auch stehen geblieben. Und mit der Logic Infuser. Ich werde mich mal drum kümmern. Oder ich lade mal jemanden ein, der sich damit auskennt. Wie wär's denn damit? Das war doch eine gute Idee, aber Moment, wir können ja noch ein bisschen was einreißen. Ja, oder auch nicht. Wir haben bestimmt noch Kupfer am Start. Da ist noch Gold drin. War da kein Platz mehr? Oder da? Und was will das da unten? Was hast du gesagt, da oben, das muss nach unten? Egal. Parken wir erstmal da rein. Iron Ingots. Nee, Kupfer. Nein. Kupfer. Ja, Copperhammer. Copperhammer. Zack. Habe ich sonst noch was? Die Obsidian-Pickaxe, die können ja auch nochmal reparieren. Ich weiß, ich nehme immer komplett alles raus. Also war jetzt zwar kein ganzer Stack.
Ich glaube, der braucht immer nur einen. Das war auch damals schon so. Damals, als es noch besser war. Halt, andersrum. So, und ich habe mal noch ein bisschen. Achso, da können wir noch ein paar dazu. Die habe ich ja gerade abgebaut. Lol. Damit das nicht mehr so eng ist. Wobei, es war gar nicht so eng. Schon in deutlich kleineren Hütten angefangen. So, jetzt kommen wir hier auch dann komplett an die Stromverkabelung wieder ran. Das ist ärgerlich, Xadius. Läuft bei dir. Vor allem One-Hit. Wie viel? 10.000 Blöcke. So, die Decke, das machen wir alles ein andern Mal. So, ich hoffe, die Megatorch, die funktioniert ja auch so, wie ich will. Aber wir chiseln noch zurück. Spart einfach nur Plätze hier. Da. Oh, siehst du? Sag ich doch. So Leute, ich danke euch an der Stelle fürs Einschalten. Mucke ist auch schon aus. Cool, ne? Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.